Jesus sagt, Gebete können diese Massenvernichtungswaffe zerstören. Unterstützt Donald Trump. 14. September 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann, O lieber Jesus, sei barmherzig mit uns. Wie trügerisch diese Zeiten sind und wir brauchen deine Barmherzigkeit so sehr. Herr, sei barmherzig mit der Ignoranz der Christen und allen anderen. Sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Ihr Lieben, wir haben einen neuen und wichtigen Gebetsaufruf. Die Information, die ich mit euch teilen möchte, kommt von einem unserer Gebetskämpfer, der 40 Jahre Erfahrung hat mit dem Militär und Geheimdienst. Dies sind keine geheimen Informationen, aber die Quelle ist höchst zuverlässig. Es lautet folgendermaßen: Ein Ereignis, welches ein Massensterben zur Folge hat, wird von den Lehm- und Eisenfüßen geplant. Bitte beachtet diesbezüglich die hier verlinkte Botschaft. Wir nähern uns immer mehr dem Ende. Klicke einfach auf das i rechts oben im Video. Dies ist, was er gesagt hat. Präsident Trump hat die Lehm- und Eisenfüße in Panik versetzt und er hat sie nun im Visier. Sie drohen mit einem Ereignis mit vielen Toten. Ausgehend von einem großen Objekt, das in den letzten paar Tagen vor der Sonne fotografiert wurde. Ohne auf technische Details einzugehen, es ist eine große, gesteuerte Energiemaschine, die mit Feuer zerstört. Unsere Gebete und der Segen Gottes werden diese Weltraumwaffe zerstören, die mit satanischer Technologie konstruiert wurde. Bitte, Herzbewohner, betet weiter für die Sicherheit von Präsident Trump sowie für Amerika und die Welt. Einer von Präsident Trumps erfahrenen Geheimdienstagenten wurde vergiftet und getötet, während er einen Hygieneartikel testete, der für den Präsidenten und seine Frau bestimmt war. Und jetzt drohen sie mit einem Ereignis, welches ein Massensterben zur Folge hat, da Donald keinen Rückzieher macht. Er verfolgt die Kriminellen und Verräter, und so etwas wie ein Komet, der die Erde trifft, oder der gewaltige Ausbruch eines Supervulkans wie Yellowstone, dies sind Ereignisse, die ein Massensterben zur Folge haben würden. Es ist sehr ernst. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der Antichrist ein so riesiges Durcheinander veranstalten will, dass er nicht auf der Bildfläche erscheinen könnte, um zu herrschen und angebetet zu werden. Ich meine, die Schrift muss erfüllt werden. Jene Dinge müssen geschehen. Da muss genug von der Erde übrig bleiben, dass jene Dinge geschehen können. Wie auch immer, liebe Herzbewohner, diese Neuigkeiten und diese Zeichen sind unheilvoll. Die Stimmung des Herrn und das Verhalten der Mutter Gottes waren ziemlich düster und traurig. Obwohl wir prophetische Worte haben, dass all diese guten Dinge am Horizont sind, so sind sie dennoch nicht in Stein gemeißelt. Denn vieles von dem, was geschehen oder nicht geschehen wird, hängt vom Gebet ab. Und wenn wir nicht mit großer Ernsthaftigkeit beten, gibt es keine Garantien, dass all die wundervollen Dinge geschehen werden, nachdem diese Nation korrigiert worden ist. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz darauf lenken, dass Menschen, die die Gabe der Prophezeiung haben, nicht immer in Stein gemeißelte Ereignisse sehen. Vieles hängt von unserer Reaktion und unseren Gebeten ab. Es ist total falsch und ungerecht, jemanden einen falschen Propheten zu nennen, nur weil etwas, das sie gesagt haben, nicht eingetreten ist.
Ich meine, genau wie bei Jona. Er ging durch Ninive und warnte die Leute davor, was geschehen würde, und die Leute bereuten. Und deshalb geschah es nicht. Jona war also kein falscher Prophet. Ninive wurde jedoch nicht zerstört. Also müsst ihr euch selbst fragen, was bedeutet das jetzt? Grundsätzlich bedeutet es, dass Reue und Gebete diese Ereignisse tatsächlich abwenden können. Wenn uns also ein Wort gegeben ist über eine Zukunft voller Hoffnung und eine Wiederbelebung und allerlei wundervolle Dinge, dann wurde uns dieses Wort wirklich gegeben. Ja, all das kann geschehen. Wenn die Menschen aber kalt oder lauwarm werden, könnte etwas anderes geschehen. Und es könnte niemals so geschehen, wie Gott es beabsichtigt hatte. Ich denke, dass es ein extrem dramatisches Ereignis geben müsste, um die Menschen aufzuwecken, die Donald Trump verleumden. Etwas muss ihre Aufmerksamkeit einfangen. Sie begreifen es einfach nicht. Sie treiben einfach an der Oberfläche und sie stimmen allem zu, was sie in den Massenmedien hören. Sie dringen nicht tiefer ein. Und ich glaube, dass der Herr seine Grenzen hat bezüglich dem, wie viel er davon erlauben wird. Er sagte uns, dass er die Situation in 3 Jahren noch einmal neu beurteilen würde, wenn wir uns weiterhin ändern und beten, wenn wir reumütig sind. Das war am 7. August 2016. Wir sind jetzt auf dem Weg durch das 3. Jahr und aufgrund all des Anti-Trump-Giftes und wie sich die Leute unwissentlich der herrschenden Elite und den Lehm- und Eisenfüßen anschließen, welches das letzte Königreich ist, das fallen wird, bevor Jesus kommt, um die Erde zu regieren. Wegen all diesen Dingen zerstören Menschen buchstäblich ihre Erlösung, indem sie diese Regierung denunzieren. Dies ist sehr, sehr ernst und nur sehr ernste Gebete werden den Zorn Gottes zurückhalten können und uns ein paar weitere Jahre Frieden und Massenkonvertierungen bringen, wie es uns angeboten wurde. Beachtet, ich sagte angeboten, nicht versprochen. Nein, es war nicht versprochen, es wurde von Jesus projektiert, mit der Bedingung, dass wir beten, reumütig bleiben und uns ernsthaft bemühen, ein heiliges Leben zu leben, heilige Beamte zu wählen und heilige Absichten zu unterstützen. Nun, so viele haben diesen guten Präsidenten verleumdet und herabgestuft, dass sogar gute Christen sich mit dem Antichristen Obama und seiner Schattenregierung verbündet haben. Könnt ihr dies fassen? Gute Christen, die sich Satan anschließen, nur weil sie Donalds Persönlichkeit nicht mögen? Oder vielleicht die Persönlichkeit von Donald, wie sie von den Medien dargestellt wird? Nicht, wie er wirklich ist? Ihnen gefällt Obamas Persönlichkeit besser. Ein Erzbetrüger. Sie würden ihn sofort wieder wählen, wenn sie könnten. Denkt ihr, dass dies ein Gestank ist in den Nasenlöchern des Herrn? Ich garantiere euch, dass es so ist. Wie viel mehr wird er von den Menschen tolerieren? Wie viel mehr Verleumdung gegen einen gerechten Führer wird er als Ignoranz abbuchen? Ich habe Angst um diese Christen, die so in die Irre geführt worden sind, dass sie lieber jemanden im Amt haben wollen, der es befürwortet, Babys im 9. Monat auseinanderzuschneiden und die Stücke einzeln aus dem Mutterleib zu holen, anstatt das Leben jenes Kindes zu verteidigen. Wie blind können wir sein? Darum brauchen wir ernsthafte Gebete, ihr Lieben, sehr ernste Gebete. Alle von uns bekommen Lesungen über die Entrückung
Und wenn wir nicht mit Gebeten eingreifen, wird dies auch geschehen. Der Herr segne euch, ihr Lieben. Jesus, was sagst du dazu? Jesus begann: Ich habe nie beabsichtigt, dass diese Nation sich gegen den Mann, Donald Trump, wenden sollte, den ich ins Amt gebracht habe. Weil aber die Öffentlichkeit sich von oberflächlichen Informationen nährt und ihre Meinungen auf Persönlichkeit basieren, anstatt auf Leistung, haben sie sich selbst in eine Sackgasse begeben. Es war zu erwarten, dass sich die Lehmfüße, wie du sie nennst, Claire, skrupellos sein würden, Trump zu denunzieren und alles in ihrer Macht Stehende dafür zu tun, ihn vom Präsidentenamt abzusetzen. Aber es sollte nicht erwartet werden, dass jene, die sich bei meinem Namen nennen, sich gegen meine Wahl erheben und ihn denunzieren. Dies wird tragische Konsequenzen haben, wenn es weiterhin andauert. Aber es sind mehr für ihn als gegen ihn, obwohl die Medien einen guten Job gemacht haben, es aussehen zu lassen, als ob das Gegenteil der Fall sei. Die Frage zu dieser Stunde ist: Willst du, Amerika, das Gute, das ich dir durch diese Zeit versprochen habe? Wollt ihr Massenkonvertierungen und das Gedeihen meines Königreiches auf Erden? Und seid ihr willig, dafür zu kämpfen? Oder wollt ihr, dass die gesellschaftlich akzeptable politische Partei triumphiert? Eure Intelligenz ist nicht tiefreichend genug und doch erhebt ihr euch gegen den Mann, Donald Trump, den ich euch für diesen Job gab. Ihr müsst eure Meinungen niederlegen und ihn 100% unterstützen oder ich werde zulassen, dass ihr das bekommt, worum ihr gebeten habt. Die Entscheidung liegt bei euch, meine Leute. Ihr wisst nicht, womit ihr spielt. Ihr versteht nicht, was zu dieser Stunde auf dem Spiel steht. Die Einsätze sind in der Tat sehr hoch. Und nur die stärksten, beeindruckendsten, also aufrichtige und ernsthafte Gebete werden diese Situation zu euren Gunsten wenden. Eure Gebete können diese Massenvernichtungswaffe zerstören, mit der sie beabsichtigen, tödliche Schläge auszuteilen. Eure Gebete können das hochhalten, was richtig ist, und alles Böse zum Stillstand bringen. Beschwert euch also nicht über eure Opfer, Leiden, Verluste und Schwierigkeiten. Vielmehr jubelt, dass ihr mir etwas opfern könnt, um die Schrecken zurückzuhalten, die schlussendlich geschehen müssen, weil sie geschrieben sind. Die Geschichte liegt in den Händen jener, die beten. Der Wille der Menschen muss überwältigend vernommen werden, um das Böse zum Stillstand zu bringen. Betet, betet, betet zu dieser Stunde. Es ist zwingend. Ich werde jene Gebete beantworten. Ihr werdet erhört werden von meinem Vater. Betet.